Hallo YouTube, mein Name ist Manu von Jean hilft dir und heute habe ich ein neues Programm für euch, Audacity, vorgeschlagen von Oliver Blaser, der übrigens auch in unserer Box ist, macht auch Tutorials, könnt ihr euch ja gerne mal reinziehen, Link von ihm, beziehungsweise sein Name steht in der Videobeschreibung. Das Programm Audacity ist ein Musikbearbeitungsprogramm, so wie es mir geschrieben wurde. Ich würde es eher, ich habe ein paar Erfahrungen schon damit, ich würde es eher als Audiobearbeitungsprogramm zählen, denn Musik an sich kann man so gut hiermit nicht bearbeiten. Es sei denn, ich habe mich noch zu wenig damit reingearbeitet, aber so viele Funktionen hat das Programm nicht. Es ist allerdings ein ganz nützliches Programm. Ich stelle gleich mal vor, was das Programm kann. Es kann zum einen aufnehmen, wir sehen einen Record-Button, und zwar werde ich das Ganze mal machen. Und jetzt kann ich was erzählen und dann sehen wir, dass meine Stimme hier aufgezeichnet wird. Und dann kann ich auf Stopp gehen und jetzt wird das Ganze aufgezeichnet. Jetzt kann ich mir das anhören. Und jetzt kann ich was erzählen und dann sehen wir, dass meine Stimme hier aufgezeichnet wird. Genau. Und das ist das, was dieses Programm macht. Das ist natürlich noch nichts alles andere, noch nichts an... Bla. Das ist natürlich noch nicht alles, so. Man kann abspielen, Play, Pause machen, vorspulen. Wenn man jetzt etwas bereits aufgenommen hat, dann wieder auf Record klickt, dann sieht man, dass irgendwas Komisches passiert. Und jetzt kann ich was erzählen und dann sehen wir, dass meine... Hört man dann das, was man als erstes aufgenommen hat, danach, beziehungsweise zeitgleich, kann man selber was einsprechen. So, je nachdem, wo der Marker an der Stelle steht. Wenn ich den Marker jetzt hier hinten irgendwo stehen habe und dann auf Aufnahme klicken, dann geht dann natürlich da hinten erst die Aufnahme los. Und das ist eine ganz gute Sache, was allerdings ein bisschen nervig ist, wenn man in einer Aufnahme bleiben möchte. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich möchte das aber nicht hier unten haben, sondern das geht ja genau da weiter, wo ich quasi hier oben aufgehört habe, dann möchte ich das eigentlich da oben drin haben und das ist so ein bisschen komisch bei dem Programm. Allgemein hat das Programm hier ein paar Werkzeugmöglichkeiten. Was ein bisschen nervig ist, ist, dass man nicht ein Universalwerkzeug hat, sondern dass man jedes Werkzeug einzeln auswählen muss. Kennt man aber natürlich auch aus anderen Programmen wie Photoshop, da muss man ja, hat man ja auch nicht irgendwie ein Werkzeug, was man für alles benutzen kann. Aber ich denke so, wenn man was markiert, dann hätte ruhig eine Funktion dabei sein können, das meine dass man, wow, dass man das direkt verschieben kann. Das geht so nicht, beziehungsweise dass man es verlängern, ja, dass man es verschieben kann. So. Wenn man etwas verschieben will, dann muss man das gleich auch, wow, da muss man das gleich auch ausschneiden und da haben wir hier hinten, gut, das ist jetzt nicht dafür gedacht, aber das ist der Ausschneiden-Button für das Ausschneiden, was wir eigentlich kennen, dass es weg ist und nicht mehr wiederkommt, beziehungsweise nur wiederkommt, wenn wir es einfügen. Genau, und hier sehen wir, mit diesem Werkzeug können wir es nur verschieben und ja, wenn wir es eben verschoben haben und dann wieder die Auswahl löschen wollen irgendwie, dann müssen wir wieder das andere Werkzeug nehmen. Ich glaube, was war denn das? Ich glaube, irgendwo konnte man hier jetzt auch noch was schneiden. Ich weiß aber gerade nicht wie. In dieses Programm muss man sich ein bisschen reinarbeiten. So, ja, was heißt, wo muss man schneiden? Man kann natürlich einfach, das war jetzt Dummheit von mir. Man muss natürlich nichts schneiden. Man kann das, so wie es ist, einmal auf Entfernen klicken und dann war es das. Dann ist es halt weg. Das Programm habe ich benutzt, deswegen steht das auch in dem in dem Videotitel vom vorherigen Video. Habe ich für den Gesang benutzt. Ich habe in dem vorherigen Video erklärt, wie das Programm Guitar Pro funktioniert. Und da habe ich die ganzen Instrumente eingespielt für das vorherige Video, also dieses Lied für den Englischunterricht. Den Gesang habe ich über dieses Audacity-Programm eingesungen. Ich persönlich, ja, das ist meine Stimme, man glaubt es kaum. Ich kann
mehr oder weniger singen. Und dann habe ich das Ganze, nachdem ich es eingesungen habe, natürlich per Sony Vegas noch zusammengesetzt, das Video und den Ton, beziehungsweise den Ton der Stimme plus den Ton der Musik. Das ist aber auch keine so einfache Sache gewesen, weil das muss ja irgendwie auch synchron laufen. Das erstmal zu dem Programm von meiner Seite. Ich würde sagen, wenn wir das hier jetzt gleich mal so haben, dann würde ich hier noch gerne wahrscheinlich ein bisschen was loswerden wollen. Hören wir uns sonst mal. Moment. Hören wir uns sonst mal an, was ich zu sagen habe. Und zwar natürlich da hinten erst die Aufnahme los. Und jetzt kann ich was erzählen und dann sehen wir, dass meine aufgezeichnet wird. Genau, dass meine aufgezeichnet wird. Und in dem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage, ich bin Manu von Jean Hilfte, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Tschüss.